Ist das stumpf, ne? Ich denke mal, der Part geht jetzt schon eine Weile. Wir reden jetzt noch kurz mit den Leuten hier und dann ist auch erstmal gut für den ersten Part. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie lange das hier geht. Reden wir mit den Leuten hier. Wusstest du schon, wenn man alle drei Türen des Hubs gleichzeitig öffnet, soll etwas Besonderes geschehen? Moment, ich kenne dich doch. Hattest du nicht sonst mal gelbe Haare? Tja, das war kurz bevor mein Schädel kurz vor der Grenze zwischen Leben und Tod aufgeplatzt ist. Autsch. Ich frag mal besser nicht nach der Ursache des Todes. Ja, war auch. Wer sich interessiert für die Hintergründe, kann ja dann vielleicht 2MGs Video dazu sehen, wo er dann so ein Let's Look at, so das Format genannt, gemacht hat. Das ist vielleicht nicht der beste NPC, den man erst anspricht, aber das kann ich noch zeigen. Hier gibt es Türen. Das ist so die Art und Weise, wie man sich im Jenseits fortbewegt. Ich rede noch nie mit dem Typen in der Mitte. Wenn er das Spiel gespielt hat, würde sofort anfangen, mit dem Typen in der Mitte zu reden. Die Sache ist so, dass man doch einen recht harten Bosskampf am Ende des ersten Kapitels macht, den ich bewusst auch sehr hart gebalanced habe. Ich sag mal, es ist so ein vorgeskripteter Kampf, wo man sozusagen einen komplett neuen Charakter mit einem eigenen Skillset spielt und wie so ein Puzzle gucken muss, dass man den Boss clever besiegt. Und bis zu dem Punkt gab es vorher noch einen Kampf gegen den Pastor, also besonders es sind zwei Phasen, also schon, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben am Anfang. Und man kann bis zu dem ganzen Zeitpunkt nicht speichern, denn speichern kann man nur beim Tod an der Stelle. Oder im Bett, das war am Anfang im ersten Kapitel. Jedenfalls ist der Tod sozusagen die einzige Speichermöglichkeit. Und wenn man den natürlich sieht und man konnte bis zum Zeitpunkt noch gar nicht speichern, kann man natürlich sofort zum Tod rennen. Das war auch so ein bisschen der Gedanke, dass man jetzt sich so erleichtert aufatmet. Boah, ich hab's geschafft, ey, das war jetzt richtig hart. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Chillen im Jenseits. Ich bin wieder Level 1, erstmal wieder alles ganz ruhig und so. Aber man wird es noch sehen, dass das nicht so ist. So, und das sind diese Türen. Ich gehe mal hier rein, weil ich genau weiß, dass die Tür nirgendwo hinführt. Okay, hier ist nichts. Das ist eigentlich nur, um das Konzept darzustellen. Trotzdem frage ich mich, ob diese Teleporter nicht doch noch für irgendwas gut sein wird. Mann, ich merke schon, dass ich mir mein eigenes Spiel wieder vorwegnehme. Ja, es gibt hier so eine Mechanik, sozusagen sind jenseits diese Türen. Und je nach Tür sind die Mechaniken anders. Das hier ist eine Tür, wenn man die öffnet, bleibt für eine gewisse Zeit lang so eine Kugel zurück und wenn man die reingeht, kann sich teleportieren. Dass diese Kugel zurückbleibt und man hört dann noch ein bisschen den Soundeffekt. Man sieht ja, man geht dann durch die andere Tür wieder und die Kugel bleibt da und das wird später noch für einige Rätsel genutzt, sag ich mal. So. Und hier ist eine andere Tür, das ist jetzt keine RTP-Gittertür, sondern eine RTP-Eisenschlosstür. Und hier oben müsste gleich eine Holztür sein. Und jede dieser drei Türen verhält sich leicht anders. Und damit spiele ich so ein bisschen rum. Und da das ja halt ja das Jenseits ist, muss es ja irgendwie keine Logik haben. Hier hat alles seine eigene Logik. So. Und die Logik von diesen Eisentüren ist: Zutritt nur für Leute, die so awesome sind, dass sie zumindest einmal das Prädikat awesome erhalten haben, um awesome genannt zu werden. Bedingung nicht erfüllt. Ja, die haben eine Bedingung. Und wenn man diese Bedingung nicht erfüllt, kann man nicht durch diese Türen gehen. Und die Bedingungen sind sehr willkürlich. Man kriegt sie am Anfang immer genannt. Was es mit diesem Awesome auf sich hat, werde ich euch eigentlich jetzt zeigen. Wir reden noch kurz mal mit dem Typen. Der hat sich doch hier die ganze Zeit vor dieser Feuerwand geworfen. Ha! Ich bin ein Genie! Ich habe mich an der Grenze umbringen lassen und bin genau dahinter respawned. So musste ich mich nicht protokollieren lassen. Naja, ich dachte mir, für die RD hat er sich ein extra Leben verdient. Das seht ihr vielleicht nicht, aber da rechts hat sich der Tod nach oben gedreht. Der Tod ist ein bisschen launisch und hat sich gedacht, okay, dafür darf er nochmal leben, weil er so clever ist, dass er sich selber umbringt, um der Rezeption zu gehen. Was übrigens nicht funktioniert, wenn man selber versucht. Willkür, das ist so ein bisschen Cartoon-Logik, die ich hier gerade anwende. Und ich dachte, du seist kompromisslos. Ja, das ist so ein bisschen dieser edgige, coole, witzige Tod, der so nach seinen eigenen Regeln spielt. Werden wir auch sehen. So, und das hier ist eigentlich ein Charakter, der später wichtiger wird. Er wirkt erstmal wie so ein unwichtiger Wüffern-RTP-Drachen-NPC. Was mich aber leider gerade ein bisschen mitmacht, ist, dass man hier diese Fragmente, warum auch immer ich da Fragmente bei diesem Charset, bei diesem Faceset habe, von dem Wüffern, sagt man, Wüffern, zu diesen Drachen. Was glotzt du denn so? Nichts. Ich fand dich nur sehr auffällig von der Erscheinung her. Ach, ich glaube, auffällig muss ich doch hier mit Doppel-L schreiben, habe ich auch nicht gedacht. Ja, nur weil ich hier unten der Einzige meiner Art bin, habe ich noch lange keine fragwürdigen Musterungen von dahergelaufenen Neuzugängen verdient. Für einen Drachen bist du ja ziemlich wortgewandt. Eigentlich bin ich ja nur ein popliger Büffern, doch ich sehe das einfach mal als Kompliment. Was nicht heißt, dass ich dich nicht leiden kann. Verschwinde, Opa!
Schwinde! Opa, ja, wenn man nochmal mit denen spricht, sagen sie natürlich was. Ich finde es hier gar nicht mal so übel. Zumindest treffe ich hier drin viele meiner Landsleute. Genau, so ein paar Dialoge natürlich. Ist ja auch so ein bisschen, um so ein bisschen, ne, die Atmosphäre rüberzubringen. Für mich ist immer so wichtig, wenn man NPC-Dialoge macht, müssen sie entweder interessante Informationen über die Spielwelt bringen, sie müssen vielleicht in sich geschlossen, vielleicht einfach lustig sein oder lebendig wirken, sodass man Gefühl bekommt. Also es gibt auch einige Spiele, die haben einfach so belanglose NPC-Dialoge, die mich nerven. Und hier soll alles irgendwie immer so mehr oder weniger einen Zweck haben. Ja, hier dieser Tipp mit den drei Türen, werden wir gleich auch noch gucken. Ich rede jetzt noch mit den Typen, dann mit denen hier, das ist nämlich ganz wichtig. Und dann speichern wir beim Tod und dann wäre es das für den ersten Part. Hey, hättest du vielleicht Interesse an einem Holzschild? Nur 50 Nickel. Hast du dich verzählt? Das ist nicht genug. Wer bist du überhaupt? Ja, wir haben natürlich keine 50 Nickel, wir fangen hier gerade das an. Ich bin nur ein bescheidener Händler, der hier schon seit geraumer Zeit sein Dasein fristet. Ah ja, du strahlst mit deiner Kutte ja regelrecht Kundenfreundlichkeit aus. Im Jenseits läuft eben alles ein bisschen anders ab. Das wirst auch bald du merken. Doch bis dahin möchte ich bitte freie Sicht auf mein Kundenfeld haben. Hier gibt es wohl auch viele Leute außerhalb von Hollow Village. Hollow Villages? Was? Von Hollow Villages? Das ist wohl auch irgendwie ein Tippfehler gewesen. Und der Umgebung. So, ein Feuersturm hat schon Wumms. Oh. So, und jetzt reden wir mit denen, weil normalerweise würde man mit dem Tod sofort sprechen und dann kann man nicht mehr mit denen reden. Und weil das so versteckt ist, habe ich mir so ein kleines Secret gedacht. Das hat mit diesem Awesome zu tun, was ich euch jetzt gleich erklären werde. Oder ihr schaut meinen alten Part, mein letztes Show von damals, bei meinem 100 Abonnenten-Special oder was auch immer das war. Grunzen. Ich weiß. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich notgeil grunze. Okay. Oh ja, das wäre schon mal ein Anfang. Oh ja, das wäre schon mal ein Anfang. Sorry, ich muss so reden. Und danach streuen wir ein bisschen Lavendelzucker über ihre erogene Verkehrszone. Ich habe jetzt leider nicht schnell genug gelesen. Das sagt, der geht direkt weg. Der Satz, aber ich weiß halt immer noch, was er sagt. Oh Gott. Was lauschst du hier einfach heimlich? Mach einen Abgang! Oh, ich könnte vielleicht wie so ein Mustafa sprechen. Mach einen Abgang! Sie sehen ziemlich hart aus. Besser, ich komme ihnen nicht zu nah. So, das soll eigentlich auch ein Hinweis sein, dass man das nicht machen soll, weil ich habe halt keine Angst, den Spieler einfach zu töten, wenn er was Dummes tut. Und selbst wenn er einen zweiphasigen harten Bosskampf von 10 Minuten hinter sich hat, kann ich ihn immer noch umbringen, wenn er was Dummes tut, wie halt diese Feuerwand laufen oder sich denen zu nähern. Aber genau das muss man jetzt ausreizen, um so ein Secret zu bekommen. Übung macht den Meister, das klappt schon, du musst nur Selbstvertrauen haben. Wie grunzt man aufmerksam? Ich glaube, das war so das ist der Clou bei diesen Orks. Hey, dieser OP gluckt schon wieder, wobei ich sie, glaube ich, Schweinemenschen genannt habe. Sag mal, bist du noch ganz Taco? Wir haben gesagt, du sollst dich verpissen. Wir haben hier eine wichtige Missionsbesprechung. Magst du uns nochmal zu stören? Gibt's was auf die Nüsse? Aber ich will doch nur hier durch. Da musst du dich wohl noch einen anderen Weg umsehen. Schönen Tag noch. So, jetzt sollte, guck mal, jetzt drehen sie sich ja nicht mehr um. Sie gucken halt genau an. Und wenn er jetzt zurückgeht, drehen sie sich um. Guckt mal, ich lege Wert aufs Detail, wa? Jetzt lobe ich mich schon wieder viel zu sehr selber. Oh Gott. Ich muss mich gleich wieder... Ne, ich hoffe, ihr wisst schon, dass ich da sehr kritisch bin, aber ich finde es immer ganz cool, so ein eigenes Projekt vorzustellen, um dann natürlich klar zu sehen, was man heutzutage anders machen würde, um zu zeigen, dass man selber nicht perfekt ist, aber auch um zu zeigen, wie man so seine Spiele präferiert. Ich glaube, dafür ist es ganz cool, weil man vielleicht so einen Eindruck von jemandem bekommt, wie man so vorgeht. Naja, ich habe dich gewarnt, sprich dein letztes Gebet. Ich glaube, ich betone es auch immer wieder anders. Es fällt mir schwer, da so konsistent zu bleiben. So, jetzt in dem Kampf hat man immer automatisch die Initiative. Die sind viel zu stark, man könnte sie nicht erledigen. Die werden einen sofort platt machen. Jetzt werden wir dich töten, renn so lange du noch kannst. Und ach so, wir heißen jetzt Klein Timmy. Ja, stimmt, weil der Typ hat uns ja als Klein Timmy versehentlich registriert. Ich glaube, das wird mit der Zeit wieder verschwinden, also keine Sorge. Das war auch schon wieder irgendwie so ein blöder Gag. So, jetzt könnte man versuchen zu kämpfen, das mache ich aber nicht. Ach, und die Musik hier im Hintergrund. Die ist von Final Fantasy X2. Das ist diese Musik, wenn man da gegen dieses Team Rocket kämpft. Und ich finde die Musik so unglaublich charmant. Und ich wollte die unbedingt dann als Musik drin haben für dieses Jenseits. Ich weiß nicht, die hat irgendwie sowas Verspieltes gehabt. Also ich mag es immer noch, muss ich sagen. Und der Kampfhintergrund soll so ein bisschen darstellen, wie es hier so aussieht. Ich denke, das ist schon relativ akkurat, dass man eins abkauft. So, man kann immer flüchten. Und grundsthemisch. Also ja, es ist Laufzeit einer Mami, hat er gesagt. Und das sieht man leider kaum. Pff,
weil es halt verdeckt ist und diese Platten. Und jetzt hat man so ein ganz schlecht aufgelöstes Bild bekommen, mit diesen, ich glaube, 640, 480 oder so sind die von der Auflösung, die Bilder, so ganz klein, während das hier so groß rangezoomt wird. Auf jeden Fall, Awesome Gain stand dort und mit Awesome Gain haben wir jetzt einen Awesome-Punkt erhalten und können jetzt auch diese Tür öffnen. Machen wir aber jetzt erstmal noch nicht, aber nur, wenn wir schon mal wissen. Also wir haben jetzt einen Awesome-Punkt, wir sind awesome, also dürfen wir durch die Tür. Wir reden jetzt nochmal hier kurz mit dem Tod. Jetzt mache ich mir so ein bisschen Sorgen, aber wir werden sehen. Also jetzt könnte man eigentlich speichern, aber es passiert noch was, mit dem ich den Spieler eigentlich erschrecken wollte, aber was eigentlich kein Problem sein sollte. Aber wir werden sehen. Ich kenne dich. Du bist doch der Kerl, der für meinen Sohn des Öfteren die Zeit zurückspult. Ich speichere sie nur, ich spule sie nicht zurück. Wie kommt es, dass du nicht astral bist? Ich bin der Tod, verdammt nochmal. Ich gehe hin, wo auch immer ich will. Ja, hier so Spielemechaniken irgendwie kontextualisieren. Hatte ich irgendwie Bock drauf, scheinbar. Ah, bist du öfters hier? Nein, nur in diesem Jenseits. Du weißt also, dass ich in diesem Jenseits bin? Stans Jenseits? Na nun, ich hätte dich für eine ganze Spur dümmer geschätzt. Ja, du bist in Stans, beziehungsweise Satans Geist. Sag mir, wieso weißt du davon? Ach ja, man sieht übrigens so nie das Gesicht vom Tod, ne? Also, wahrscheinlich, weil ich kein richtiges Faceset hatte. Naja, was soll's. Verdammt, diese Informationen sind streng vertraulich. Soll ich ihm echt die Wahrheit verraten? Ach ja, das soll später noch Konsequenzen haben, wenn man Ja sagt. Oder ich glaube, ich weiß es nicht mehr, was ich mir dabei dachte, aber irgendwas ändert sich im Spiel. Ich glaube auch, die Änderung kann man mittlerweile schon sehen. Es sind einige Dialoge und ich glaube, irgendwas später. Aber ich sag ihm mal davon, damit wir, wenn es dann passiert, dann passiert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich das noch eingebaut hatte. Da war so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, dass sie ich sei, aus einem früheren Leben. Ach, ist dem so? Ach nee, ich glaube, das ist gut, dass man das gesagt hat. Genau, es ist gut, dass man das gesagt hat. Ich erinnere mich jetzt wieder was. Aber zu der Änderung kam es nicht, aber zu dem anderen Dialog, sowas. Was ist daran so lustig? Nichts, nichts. Ich glaube nur, dass du großes Glück hast. Oh. Ich glaube, die da hinten wollen was von dir. Ah, oh, diese Lieder, wenn ich sie wieder höre. Mann, ich werde leicht nostalgisch von diesen typischen RTP-Liedern. Also da bist du wieder aufgetaucht, Sensenmann. Herrin Teti möchte, dass du mit uns kommst. Wie kommt ihr darauf, dass ich eure närrischen Herren sehen möchte? Wenn du nicht freiwillig mit uns kommst, sind wir dazu berechtigt, dich mit Gewalt zu holen. Grund... Aber er ist der Tod. Was können wir schon gegen ihn ausrichten? Wir sind doch schon tot. Hier ist er quasi machtlos. Haha, stimmt ja. Jetzt machen wir dich und deine Komplizen platt. Hey, haltet mich gefälligst daraus. Ich habe nur zufällig mit ihm geredet. Jetzt zieh bloß nicht den Schwanz ein. Die beiden Partner sind kein Problem für mich. Das ist sozusagen Kontaktschuld hier. Also dann. So, jetzt kommt es eben doch zu dem Kampf. Aber jetzt kämpft der Tod mit, der natürlich übermächtig ist, weil er der Tod ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die Initiative ist. Weil es kann sein, dass sie sofort auf einen drauf geht und man dann stirbt. Ich hoffe nicht, dass ich so blöd war. Weil ich habe mir schon ein paar HP abziehen lassen, was natürlich so toll ist. Ach, man kann den Tod sogar spielen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die AI... dass die AI irgendwie automatisch ist. Also, wer jetzt gedacht, der Tod kann den Gegner sofort töten. Machen wir das doch mal mit dem Minotaurus. Und er ist tot. Und er hat einen angegriffen. Oh Gott! Ja, okay. Man hat die Initiative und man kann durchaus einen Schlag aushalten. Aber es ist trotzdem sehr dumm, weil das passieren kann. Und das ist eigentlich nicht clever. Das muss ich ganz klar sagen. Weil wer da so ein bisschen... Gut, ich habe jetzt natürlich ein bisschen rumgeblödelt. Aber mehr als eine Runde kann man nicht aushalten. Oder vielleicht auch kann nach einer Runde sterben, wenn der Minotaurus... Na gut, man würde halt den Minotaurus sofort killen. Das ist kein Problem. Ich glaube auch, der normale Angriffsschaden ist so hoch von dem Tod, dass es klappt. Also man kann sich natürlich doof anstellen und dann draufgehen, ja. Aber ich wollte so ein bisschen, dass der Spieler Angst hat, dass er denkt, scheiße, wenn ich jetzt draufgehe, dann muss ich diesen Bosskampf wieder machen. Was natürlich richtig, richtig kacke ist. Ich weiß das. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Und dadurch soll diese Erleichterung größer sein und dann soll man so ein bisschen runterkommen. Das war so die Idee, weil ich so, ich bin halt, vielleicht bin ich auch einfach Masochist, aber ich mag so einfach die Idee, wenn man sich für was richtig anstrengen musste und dann das Spiel dann irgendwie zumindest dann für eine kurze Zeit das Tempo wieder rausnimmt und dann dafür belohnt. Das war so die Idee. So, ich hoffe, dass wir nicht mehr allzu lange Klein Timmy heißen.
Wie zum Teufel hast du das gemacht? Schluss damit, jetzt gebt mir eure Seele. Ja, nur wird es dargestellt. Und der Minotaurus mutet natürlich. Tja, war doch halb so wild. Da hast du ja ganz schön was abgekriegt. Ah, was ist das? Ich fühle mich wieder besser. Zäh. Und die Leute behaupten, ich könne immer nur nehmen. Durch dich bin ich erst in diese Lage gekommen. Ich dachte, dies hier ist das Jenseits und man kann nicht sterben. Wäre doch gelacht. Woher soll ich denn dann die Seelen der ganzen Toten herbekommen? Warte. Wie ist das? Ich dachte, du holst dir die Seelen aus der Welt der Lebenden. Ich bin dafür, da die Toten ins Jenseits zu führen. In jenes Jenseits. Deswegen gehe ich hier zwischenzeitlich auf Beute fangen. Nicht für alles die Zeit des Todes gekommen. Für diese zwei allerdings schon. Ich... Okay, das ist ganz schön zurechtgebogen, ja? Also, der hat sie jetzt umgebracht, weil die Zeit für deren Tod gekommen ist. Die anderen sind quasi unrechtmäßig gestorben. Aber gut, das habe ich ja irgendwie reflektiert im Spiel. Das hast du doch gerade sicherlich ausgedacht, damit du diese genüsslich erledigen kannst. Sollte jemand so dumm sein und es wagen, mich anzugreifen, hat er dieselbe Karte wie ein Krebspatient, der gegen den Tod ringt, gezogen. Was? Was habe ich denn damit gemeint? Ach so, ja, stimmt. Wer jemand natürlich irgendwie eine tote Krankheit hat, der gilt ja schon als tot. Also hat er den Tod verdient, also kommt der Tod. Oder du provozierst den Tod, wenn du versuchst, gegen eine tödliche Krankheit anzukommen. Wie es vielleicht jetzt mit Corona sein könnte. Oh Gott, fangen wir nicht mit dem Thema an. Aber genau, ich glaube, die Idee war, wenn jemand irgendwie versucht, gegen Krankheiten, die angeblich naturgegeben sind, anzukämpfen, dann kommt der Tod und wird provoziert an der Stelle. Und er bringt hier nicht jeden um, der ja eigentlich schon längst tot sein sollte. Also eigentlich sollte er seine Arbeit machen, aber weil die ja durch Stan irgendwie anders gestorben sind, sind sie nicht wirklich tot. Die Idee ist, glaube ich, dass man nicht wirklich sterben kann. Also selbst wenn du geköpft wirst. Ich weiß nicht, wie die Idee war. Aber nee, wenn du geköpft wirst, wirst du nicht wirklich geköpft, sondern in einem Millisekundenbruchteil, wo es passieren würde, kommt der Tod und tötet einen für einen selbst. Irgendwie sowas ganz Verschrobenes, habe ich mir gedacht. Und hier bringt er sie halt nicht um, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie der Tod jemanden nicht tötet, weil Stan es gemacht hat, beziehungsweise Satan. Das war so die Idee. Ganz komisch. Und wenn du hier stirbst, wird der Tod dich dann töten, weil du ja dann doch irgendwie gestorben bist. Aber eigentlich kann man im Jenseits gar nicht sterben, aber der Tod macht es für einen dann. Also ganz, ganz, ganz bescheuert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dem folgen kann. Kannst du nicht indirekt die Seele von dieser Treti mopsen? Schließlich kam der Befehl, dich anzugreifen von ihr. Ich schätze, da sind mir die Hände gebunden. Wie meinst du das? Man muss dafür schon versuchen, mich körperlich anzugreifen, aber selbst wenn sie das täte, wäre ich untätig. Du wirst es begreifen, solltest du sie sehen. Dann wärst du vermutlich einer der Ersten, die es merken würden. Oh, da habe ich ja was angeteasert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich angeteasert habe. Oder doch, ich weiß, natürlich weiß ich, was ich angeteasert habe. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen sollte. Na, man wird es ja dann sehen. In deiner momentanen Verfassung wirst du kaum was gegen sie ausrichten können. Wenn du nicht willst, kann ich dir vorzeitig deine Seele nehmen. Wenn du nicht willst, dass ich dir vorzeitig deine Seele nehme. Ich glaube, das liegt an diesem komischen Satzaufbau, dass ich das selber falsch lese. Wenn du nicht willst, dass ich dir vorzeitig deine Seele nehme, dann versuche Konfrontation lieber zu meiden. Du kannst natürlich auch speichern. Was ist daran so lustig? Gar nichts, absolut gar nichts. Also willst du nun speichern oder nicht? Ja, schon seit einer ganzen Weile. Nee, ist ja noch nicht lange her. Natürlich nicht. Waren ja nur zwei Bosskämpfe und 20 Minuten Cutscene-Gelaber dazwischen. Ah, der vierte Wandbruch. Aber da es ja der Tod ist, darf er das machen, nicht wahr? Ich werde hier nicht allzu lange bleiben, also speichere besser, wann immer du an mir vorbeikommst. Das ist auch die Sache, NPCs bewegen sich fort. Und irgendwann ist der Tod weg und dann kann man nicht einfach mal an derselben Stelle speichern. Man weiß ja, wenn man so die anderen RP-Features gehört hat, dass ich das schon Ressourcenmanagement sehr mag. Und man hat keine Speicherfunktion von sich aus. Was ich aber gemacht habe, ich glaube, das war jetzt für die Demo, man kann aber auch im ersten Kapitel welche finden, gewährt das Privileg, selbstständig zu speichern. Also man kann Speicherkristalle finden und dann hat man die Möglichkeit, begrenzt limitiert zu speichern zwischen den Zeitpunkten, wo man den Tod findet. Also hier ist man erstmal sicher und kann immer wieder zurückgehen und speichern. Aber bis zu einem Storypunkt wird man dann irgendwann merken, oh fuck, der ist jetzt nicht mehr da. Und muss dann gucken, okay, komme ich zum nächsten Speicherpunkt, nutze ich meine Speicherkristalle, damit man so ein bisschen damit haushält. Das war so die Idee. Ob das wirklich dann nicht doch noch in Frustration bei so einem Spiel enden könnte, werden wir dann sehen im nächsten Part. So, dann speichern wir aber jetzt
zum ersten Mal. Und dann, so, genau, hier nochmal der Hinweis, also ist alles sehr, ne, also alles sehr an den Spieler gewandt teilweise, also in solchen Dialogen sind immer mal wieder Spielerhinweise, wie man sich zu verhalten hat, so vielleicht wenig subtil, aber so mache ich das halt. Ach, und schaut mal, die Leute sind weg, die stehen nicht mehr an. Also das meine ich mit Bewegung. Irgendwie kommt immer Bewegung rein. Gucken wir noch, was er zu erzählen hat. Wo sind die anderen? Ich habe sie nicht vorbeikommen sehen. Ach, und da wieder, ein Auge aufs Detail. Tja, wer hätte es gedacht? Ich denke an alles, wa? Nein. Tja, den musste jemand mal gehörig die Leviten lesen. Solche Fanatiker sieht man nicht alle Tage. Moment, in der Zwischenzeit habe ich den Tod abgelenkt. Sollten sie dann nicht irgendwo anders hier nur rumschwirren? Da fuck... It's Goofy to... Oh Gott. Das ist so Anfang oder... Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so... Anfang... Oh, wann war das mit It's Goofy Time so groß, die Meme? Das ist doch so 2006 gewesen, oder? Ach Gott. Jetzt hat er mir aber einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Aber sollte er nicht an der Rezeption stehen? Nicht, dass das irgendwelchen großen Unterschiede machen würde. Was auch immer mit Stan gerade los ist, es scheint, dass dies die letzten zwei Neuzugänge waren. Ah, auch nochmal der Hinweis, damit hier keine weiteren kommen. Und noch ein Awesome. Und ja, ich glaube, ich habe das immer dann gemacht. Also oder ich sag mal, das heben wir uns für den nächsten Part auf, was der Gedanke in diesen Awesome Gained war. Ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Ich glaube, der Part geht jetzt schon lange genug. Aber ich wollte halt wenigstens einmal speichern können, damit ich auch einen Break machen kann. Und das ist jetzt der Fall. Alles klar, wir sehen uns dann im nächsten Part. Mal gucken, wie lang das hier wird. Ich weiß nicht, ob ich das ganz zeige, weil wäre ja nur fair, wenn ich auch nicht alles zeige, wenn das hier ein normales RP-Feature ist, weil, ne, ihr könnt es euch dann selber runterladen und das ist ja nur eine Vorstellung, ne, also daher, mal schauen.